Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Infofolge von ARK Survival Evolved. Und zwar geht es heute um das ARK Summer Bash 2019. Wir haben Sommer und es ist heiß und ARK hat sich dabei gedacht, ja, wenn wir das schon mal mit dem Osterevent hingekriegt haben, kommen wir jetzt einfach mal ein fettes Sommer-Event raus. Und ich freue mich ganz ehrlich drauf, weil es gibt wieder bunte Farben, wilde Dinos mit bunten Farben, es gibt Süßigkeiten, die bunte Farben verursachen, es gibt Badeanzüge, es gibt Hoodskins, es gibt Fireworks, es gibt tolle Sachen. Also, los geht's! Was bedeutet denn jetzt dieses Summer Bash Event für uns? Es läuft jetzt ab dem 2. Juli 2019. Zwei Wochen bis zum 16. Juli. Das ist so die Spanne. Bis dahin funktioniert dieses Event auf allen offiziellen Servern und auf allen Servern, die die jeweilige Aero-Map beinhalten. Wir können... Genau, also ihr könnt, wenn ihr zum Beispiel wie ich auf G-Portal einen Server habt, egal mit welcher Map, außer die gemoddeten natürlich, bei den Modded Map funktioniert es nicht, aber bei den offiziellen DLCs funktioniert es. Da könnt ihr dann das Sommer-Event einstellen und habt dann da halt erhöhte Preise, genau, erhöhte Werte. Erhöhte Werte im zweifachen Zuchtbereich, das heißt, Paarungsintervall ist wesentlich, also doppelt vorhanden quasi. Also ihr könnt zweimal mehr, ihr wisst schon was, zulassen. Dann habt ihr zweifache Brutgeschwindigkeit, zweifache Reifung der Eier. Also es geht alles zweimal schneller als normal. Auch bekommt ihr zweimal mehr XP beim Ernten und anderen Sachen. Also generell zweimal mehr XP bei allem, was ihr tut. Und zweimal mehr Ernte. Das heißt eine doppelte Menge an Ernte, die ihr an verschiedenen Sachen rausbekommen könnt. Dann gibt es eventfarbene Kreaturen, die erscheinen. Die könnt ihr euch dann zähmen, schnappen und damit wunderbar permanente Farben weiter verzüchten. Es gibt saisonale Süßigkeiten, die beim Verzehr zufällige Dino-Farben ergeben. Zufällige, also ihr könnt es nicht bestimmen. Das heißt, ihr gebt einem Dino eine Süßigkeit und werdet dann überrascht, was dabei herumkommt. So eine Süßigkeit kann man sich selbst herstellen und hat dabei die Baukosten von 50 gekochtem Fleisch. Ich nehme mal an, dass ihr die dann einfach in euren Kochtopf hineinschmeißt, diese 50 Fleisch, und dann dort direkt schon seht, was ihr damit herstellen könnt. Unter anderem halt auch diese Süßigkeiten werden dort zu finden sein. Dann gibt es den Wunderkerzen-Skin. Dafür braucht ihr 10 gekochtes Fleisch. Fireworks Flare Gun Skin für 25 gekochtes Fleisch. RPG Firework Rocket Skin für 50 gekochtes Fleisch. Summer Swimsuit Skin, also Badeklamotten für Männlein und Weiblein. Wie wir wahrscheinlich auch im Trailer sehen würden, für 50 gekochtes Fleisch. Und den Uncle Sam Topak Skin für 100 gekochtes Prime Meat. Dann gibt es noch den Uncle Dino Sam, Uncle Sam Topak Skin, also diesen Hut Skin für 100 gekochtes Prime Meat. Dann die Flex Emotes für 100 Prime Meat Jerky, also geräuchertes Prime Meat. Der Flex-Emote ist so eine Art Pose. Also ihr könnt dann so ein bisschen eure Muskeln spielen lassen. Das ist also ein neuer Emote, den ihr euch damit freischalten könnt. Dann habt ihr halt die verschiedenen Dino-Farben, die ihr eben aus den Candies herausbekommt oder eben die ihr auch in der freien Wildbahn bei den ein oder anderen wilden Dinos sehen könnt. Zum einen gibt es da Marinefarben, Rot, Weiß, Himmelblau, Backsteinfarben, dann gibt es wieder Blau, Silber, Pergamentfarben, Schlammfarben und Orange. Ja, das sind so die Farben für dieses Event. Und da bin ich mal echt gespannt, vor allen Dingen auch auf die Schwimmanzüge. Ich würde euch jetzt super gerne hier den Trailer abspielen, aber ich bekomme den nicht mehr runtergeladen. Meine Plattform, auf der ich das sonst immer mache, die hat zugemacht. Und bevor ich mich hier
ja, ich mache es einfach nicht mehr. Ich werde jetzt keine Aktueller mehr einblenden können. Was ich aber machen kann, ist für euch den Aktueller verlinken. Das mache ich unten im ersten Kommi und da seht ihr auch alles, was ich euch eben berichtet habe. Die Badeanzüge, die Hüte, die Flareguns, das Flex-Emote, eigentlich alles, was ich eben genannt habe, seht ihr dort. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye bye.